So, kurzer Disclaimer, wir befinden uns ja tatsächlich gerade auf so einer Art von Road to 1K. Also vielen Dank für den Support da auf jeden Fall und lasst gerne weiterhin kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier auf dem Kanal mache. Wir haben die Prozentzahl schon gut runterbekommen hier an Zuschauern ohne Abo. Geht natürlich noch ein bisschen mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und ein Moinsen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir hatten die ganze Geschichte schon mit dem Casey. Jetzt steht ja an, wisst ihr bestimmt, Bremen-Stuttgart. Da habe ich mir den guten Nico rangeholt. Kennt vielleicht schon der eine oder andere, den Real Nico. Macht auch auf seinem Kanal ähnliche Videos wie ich oder wie wir jetzt hier auf unserem Kanal. Reagieren auf die Streams zusammen, sehr viel Interaktion mit der Community. Ein sehr cooler Kanal, wenn ihr ein Herz für Werder Bremen habt. Und falls ihr irgendwas vergessen habt, darf sich da Nico gerne vorstellen. Ja, erstmal hallo und freut mich, dass ich hier sein darf. Ich habe natürlich Bock. Ja, das Spiel gegen Stuttgart steht an. Teil 1 haben wir schon bei mir aufgenommen. Da hat ja auch schon Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt hier auf den zweiten Teil. Genau, da gerne abchecken. Natürlich alles in der Videobeschreibung einfach zum Finden. Ja, bei dir ging es so ein bisschen mehr um Aufstellung und Taktisches. Und heute soll es so ein bisschen den Ausblick geben, auch den Rückblick geben. Wie lief die Saison bisher? Weil wenn man so guckt, die lief ja relativ ähnlich. Und wie geht es quasi weiter? Also geht es jetzt in Richtung sicheres Mittelfeld oder geht es in Richtung Abstiegskampf und ein Battlen mit Köln, Bielefeld und Co.? Was würdest du sagen, wie seid ihr in die Saison reingestartet, mit was für Erwartungen nach der Relegationsschlacht noch letzte Saison? Also ich muss sagen, dass ich ganz, ganz viele Höhen und Tiefen auch schon hatte in der Saison. Beispiel direkt nach dem ersten Spieltag habe ich eigentlich, nur noch abgenervt geredet und war auch echt einfach wirklich angepisst, weil ich das, also manche Sachen kann man dann auch einfach nicht mehr hören, ne? Wenn du dann auch so von Experten und so immer hörst, ja, und ihr müsst immer dran denken, letzte Saison, also das war jetzt gar nicht auf dich bezogen, ne? Sondern du hast es halt wirklich dann die ganze Zeit nur noch gehört und du denkst dir so, es ist aber nicht diese Saison, es ist ein neues Jahr und davor die Saison wären wir fast in die Euroleague gekommen, davon spricht dann keiner mehr, ne? Und, ja, das kennen wir zu gut. Ja, richtig. Und das ist halt dann irgendwo auch traurig. Und dann, wenn dann die Argumente kommen, ja, gegen Hertha kann man ja verlieren, die haben mehr Millionen und so, das ist total egal. Das Spiel hat gar nichts damit zu tun. Union macht auch mit fast gar nichts da eine super Leistung in dieser Saison bis jetzt. Und ja, von daher muss ich einfach sagen, wie gesagt, wir haben Höhen und Tiefen alles irgendwie schon durchlebt gefühlt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit diesen 11 Punkten, sag aber auch, ein Dreier mehr wäre schon Pflicht gewesen. Also wir hätten jetzt auch bei 14 Punkten eigentlich stehen müssen. Mhm. Wenn nicht mit Glück auch vielleicht dann auch mal mit 15 Punkten. Aber gut, es sind jetzt 11 und jetzt heißt es gegen Stuttgart, so leid es mir tut, müssen wir punkten, weil danach, das Programm wird nicht leichter. Ja. Ja, sieht man ja auch, man kann auch in Berlin gewinnen. Haben wir irgendwie hinbekommen. Die Saison ist wirklich sehr ähnlich verlaufen bei uns. Gleich viele Punkte, genau die gleiche Verteilung, glaube auch. Jeweils 2 Siege, 5 Unentschieden und 2 Niederlagen. 11. gegen 10. am Sonntag, also wirklich relativ genau gleich, außer halt die quasi absolute Voreinstellung zur Saison bei euch. Ist ja wahrscheinlich in Richtung gesichertes Mittelfeld, Ziel, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher nach der vorletzten Saison. Bei uns, klar, du bist Aufsteiger, du willst einfach drinbleiben. So einfach ist es. Haben wir geschaut, so ein bisschen auf nerdig quasi. Seit 2010, 2011 wurdet ihr im Schnitt 11. und wir im Schnitt 12. Also rein Bundesliga-Saison, sehr bezieht. Ja. Beiden guten Platzierungen in der zweiten Liga nicht eingerechnet. Also ist da von der Erwartungshaltung wahrscheinlich auch, geht es da echt in eine ähnliche Richtung. Und dann für Sonntag, muss man sagen, nach unseren ganzen Unentschieden und Niederlagen, oder der einen Niederlage und davor die 4 Unentschieden und 5 Unentschieden, da wäre schon nicht verkehrt, mal wieder Punkte einzusacken, ist halt bei uns die Frage. Ich mag Statistiken, merkt man vielleicht, aber wir sind in Bremen, das sind bestimmt auch schon 10, 12 Jahre her, dass wir da irgendwie mal einen Dreier geholt haben. Deswegen, mal schauen, ihr seid da eher heimstärker in den direkten Duellen. Das Problem ist, ich tue mich immer jetzt gerade seit dieser aktuellen Phase, die wir halt alle durchleben oder alle mitmachen müssen und auch ohne Fans, tue ich mich da schwer mit Heim und Auswärts. Für mich ist es tatsächlich so, jedes Spiel fühlt sich da ähnlich an. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja klar, es gibt halt nicht die Heim- und Auswärtsfans. Richtig, ja, klar. Genau. Und deswegen sage ich da immer, Heimstärke, Auswärtsstärke finde ich gerade schwierig zu beurteilen.
Bin aber bei dir, dass wir, dass natürlich gehst du dann rein, dass wir in Bremen spielen, im Weserstadion, da willst du was holen, ne? Das ist ja, das bleibt irgendwo gleich, aber so Ja. beim Spiel spätestens merkt man dann immer, ja gut, ne? Das ist halt dann so. Also, Ja. ja, ist halt, ich meine, aber dafür muss man ja auch sagen, dafür gibt es ja auch so Kanäle, wie wir bei dir haben. Das sind ja dann halt einfach auch Treffpunkte, ne? Ja, Wo man dann, klar. ja, zusammen dran glauben kann, sag ich mal. Gerade in der stadionlosen Zeit sind ja die Streams hoch angefragt und macht immer sehr viel Bock. Auf jeden Fall. Und das, ja, das stimmt schon. Es hat sich ja bei uns auch so ein bisschen gedreht. Wir sollten ja eigentlich heimstärker sein, was wir diese Saison eigentlich nicht sind. Wir sind eher auswärtsstärker. Deswegen ist da so die kleine Hoffnung, dass diese Auswärtsstärke weiter bleibt und wir dann in Bremen vielleicht sogar die 3 Punkte holen. Wobei wahrscheinlich, wie gesagt, der neutrale Zuschauer wird wahrscheinlich echt einen Unentschieden tippen. Ja, das Aber wir müssen wird dann wirklich, hatten wir auch in deinem Video schon kurz angerissen, wir müssen da wirklich aufpassen, weil die nächsten Gegner, die da kommen, ich kann es immer bei euch und bei uns durchgehen. Bei euch ist Leipzig auswärts, Dortmund zu Hause, Mainz auswärts, Union zu Hause und Leverkusen auswärts. Also die bisher schon offiziell datierten Termine, wo man schon genau weiß, wann wer antritt. Ja. Und bei uns kommt Dortmund auswärts, Union zu Hause, Wolfsburg auswärts, Leipzig zu Hause und Augsburg auswärts. Sehr ähnliches Programm. Dann, ja, sehr ähnlich und auch davor. Wie gesagt, so ein bisschen nerdig, aber davor, von dieser Tabelle ausgegangen nach dem 9. Spieltag, war die Durchschnittsplatzierung eurer Gegner bisher in 9 Spieltagen war 11,55 und bei uns 11,22. Also die Saisons sind quasi genau parallel vom Spielplan, von der Punkteausbeute. Das ist ziemlich wild. Deswegen sagen ja auch viele, dass das Spiel so ein Dreh- und Angelpunkt ist, ne? Wer da wirklich schafft, vielleicht einen Dreier zu holen, setzt sich vielleicht dann da auch so ein Tick was ab, weil klar, man muss überlegen, was jetzt zunächst kommt. Ich sag, seit Anfang der Saison bei uns geht es eigentlich darum, so viele Punkte zu holen, wie halt möglich sind, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und dann zu schauen, was geht, ne? Ja. Und ich finde, was man da halt immer sehr, sehr gut beurteilen kann, ist, wenn eine ganze Hinrunde gespielt ist. Weil du dann gegen jede Mannschaft schon einmal gespielt hast und dann kannst du es immer sehr gut einschätzen, wo kann die Reise hingehen, wenn man das eh nicht schafft wie in der Hinrunde. Und gerade jetzt, wo wir keine wirkliche Winterpause haben, also ich meine, wir spielen am Ja. 23. um 20:30 Uhr sogar noch. Ja, wir auch. Nee, ich glaube 18:30 spielen wir im Pokal. Wie gesagt, aber ist ja egal, ist trotzdem ein Tag vor Weihnachten, ne? Ja. Und ja, das ist schon alles ganz, ganz wild irgendwie. Ich meine, ich freue mich als Fußballfan. Ich kann Ja. Fußball eigentlich rund um die Uhr gucken, sozusagen. Ja. Aber ja, so ist das halt dann, ne? Ich bin sehr gespannt gegen Stuttgart, sage ich ehrlich. Ich habe ja auch schon bei mir im Video gesagt, ich habe so ein bisschen Respekt auch vor eurem Mittelfeld. Das sehe ich sehr, sehr stark da an. Ja, über die Stürmerfrage haben wir uns ja bei mir schon so ein bisschen unterhalten. Das könnte bei beiden noch spannend werden bis zum Wochenende jetzt, Absolut. ne? Und ja, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich habe ich ein gutes. Ich weiß nicht, wie ist das denn bei dir? Bei mir ist das so, ich habe ein gutes Gefühl. Weißt du, was ich meine? Also Ja, eigentlich habe ich ein ich gutes Gefühl. gehe eigentlich generell gerade nur mit guten Gefühlen in die Spiele rein, weil es einfach Spaß bei uns zuzugucken, seit langer Zeit auch fußballerisch. Bin auch vor dem Bayern-Spiel absolut gehypt reingegangen, weil ich wusste, da ist tatsächlich irgendwie was drin und war ja auch eine enge Kiste. Ihr hattet ja auch den absolut starken Punktgewinn in München, der auch in der Art und Weise verdient war. Bei uns war es kurz knapp an dem Punkt vorbeigeschrappt. Deswegen ist es wirklich, eigentlich wirklich gut. Ist mir so noch gar nicht richtig aufgefallen. Das ist wirklich so eine richtige kleine zweite Standortbestimmung quasi. Wer holt jetzt hier das Ding? Für wen geht es jetzt quasi in welche Richtung? Weil danach werden wir wahrscheinlich beide auch, ich tippe mal, auf eine ähnliche Punkteausbeute haben. Weil wir haben beide so Spiele drin wie jetzt Mainz oder bei uns. Keine Union zu Hause oder Augsburg auswärts, wo man ein paar Punkte holen kann, aber sonst drumrum Wird kann man schwer. normalerweise nicht viele Punkte einplanen. Bis zu dann, ich glaube, Leipzig müsste dann das Spiel sein am 2. Januar mit dieser mächtigen Winterpause, die für uns natürlich cool ist, habe ich Bock drauf, finde auch diese Boxing Days in England immer ganz cool, aber wenn wir beim Thema England sind, hat ja auch schon Klopp ein paar Medienschelten rausgelassen. Das ist halt für die Spieler komplett für den Arsch. Und wahrscheinlich waren auch deswegen die Bayern halt so verwundbar wie eigentlich lange nicht mehr in den Spielen. Ich glaube auch, dass die Belastung dadurch halt eine ganz andere ist. Ich sage aber auch irgendwo, die Jungs haben ja, wenn die da jetzt keine Spiele gehabt hätten, hätten die da auch Training gehabt. Also sie sind ja so oder so jeden Tag auf dem Platz. Natürlich ist das nochmal was anderes, wenn du dann spielst. Aber
Ja, von der Qualität her, wenn du einen sehr, sehr breiten Kader hast, kannst du natürlich auch viel auffangen irgendwo. Für euch oder auch für uns ist es eigentlich mal gar nicht mal so krass bemerkbar wie jetzt für die anderen, weil zum einen man hat 5 Wechsel, zum anderen spielen wir beide nicht international. Das Ja, das heißt, ist der große Vorteil, ja. richtig, genau. Und deswegen sage ich ja, oder habe ich ja gerade eben gesagt, für mich ist es so, ich freue mich einfach über jedes Spiel, dass da so die Abstände so niedrig sind, umso besser, umso schöner. Ja. Und ja, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, je nachdem, wer da gewinnt, wer verliert, das ist so ein kleiner Richtungsweiser, denn du gehst natürlich dann auch mit breiter Brust in die nächste Partie, ne? Ja, Oder halt klar. eben mit einem gedämpften, ne? Ja, Ja, weil jetzt, also das. jetzt bist du so lange eigentlich, also wie gesagt, Bayern Ja. spielen wir ausgenommen, es ist immer, will keiner hören, aber es ist ja quasi immer so eine Art von Sonderspiel. Sind wir ungeschlagen seit dem ersten Spieltag mit Ausnahme von Bayern-Spiel und ihr seid ja auch dann seit Wir dem haben jetzt ersten nur gegen Spieltag Wolfsburg. ungeschlagen. Nur gegen Wolfsburg Ah, haben wir Wolfsburg, ja verloren. genau, ihr hattet auch letzte Niederlage, stimmt. Ja, das ist wirklich genau die gleiche Ausgangslage. Sollte nach so viel Unentschieden und so lange keinem Sieg mal wieder irgendwie was kommen, wenn schon ein Gegner mal kommt, wo man von beiden Seiten aus sagen kann. Aus Bremer Seite kann man locker sagen, gut, VfB ist schlagbar, wenn du sich das nächste Programm anguckst. Ja. Aus unserer Sicht auch, wir sind auswärts nicht schlecht drauf. Bremen ist ein Platz tiefer oder wir sind quasi auf Augenhöhe. Da kannst du auch mal die 3 Punkte holen, wenn du es in den nächsten Spielen halt nicht holst. Aber auch vom Kader sind wir auch bisher ganz gut durchgekommen. Zum Glück haben wir einen riesen Kader. Also wir haben 34 Spieler, ihr seid, glaube ich, bei 26, 27 so grob. Da konnte man es zum Glück noch so ein bisschen auffangen. Ist natürlich trotzdem böse. Auch mit der Verletzung von Füllkrug, die sich ein bisschen durchzieht. Bei uns Gonzalez ist jetzt schon zum zweiten Mal verletzt, war davor schon ewig verletzt. Ein Mafropanos, ein Tomiyasu ist immer noch in der Hinterhand, der auch ewig noch verletzt war. Aber da war es dann gut, dass Müsentat uns so einen Riesenkader zusammengestellt hat, weil sonst wäre es echt ein bisschen böse geendet wahrscheinlich. Auch vom Marktwert her sind wir relativ oben auf. Das Spiel ist eigentlich wirklich die absolute Vorlage für einen Unentschieden. Ich glaube, Marktwert seid ihr, glaube ich, 3 Millionen teurer als wir insgesamt. Wirklich, das ist Ja, die Steilvorlage für den Unentschieden am Wochenende. das Ding ist, ich bin ja schon froh, dass es nicht so ist wie letzte Saison. Letzte Saison, das vergessen ja auch viele, deswegen war das ja, das war ja auch einer der Gründe, ich will gar nicht sagen, es ist ein, aber einer der Gründe, warum es nach unten ging. Wir hatten ja zwischenzeitlich 11, 12 Verletzte, davon 9 Stammspieler. Ja, stimmt. Da bin ich diese Saison schon wirklich froh, dass wir da so einigermaßen Glück bis jetzt hatten, auch wenn der die eine oder andere Verletzung wehtat oder auch wehtut. Aber das ist alles noch relativ human im Gegensatz zur letzten Saison. Plus, Ja. wir sind die Saison tatsächlich fast auf jeder Position eigentlich doppelt besetzt. Das ist halt ein Vorteil, ne? Das ist wirklich ein Vorteil, Ja. den merkst du jetzt gerade auch extrem. Ja, absolut. In der Relegation, da kennen wir uns ja auch aus. Ihr hattet quasi die zwei Unentschieden zum Positiven und wir hatten zwei Unentschieden zum Negativen damals, als wir abgestiegen sind. Ja. Also auf dem Platz will auf jeden Fall keiner von uns beiden auf Platz 16. Nee, Aber wo würdest du denn am Ende der Saison euch gerne sehen? Bei mir würde ich sagen, oder bei uns würde ich sagen, also ganz doof formuliert, alles über 15 ist gut, solange du drin bleibst. Aber wenn wir jetzt mal so die Punkte hochrechnen und so weiter, man redet immer von der 40-Punkte-Marke, die brauchst du aber auch lange nicht mehr. Ich habe das irgendwie mal ausgerechnet. Ich glaube, die letzten Jahre hast du im Schnitt, glaube ich, 34 Punkte gebraucht, um auf Platz 15 zu sein, auch die letzten 10 Jahre grob. Und das solltest du schon hinbekommen. Deswegen würde ich bei uns schon irgendwo auch in Richtung Mittelfeld halten, ne? So 12, 13 tippen. Wo würdest du euch realistisch oder halt auch vom Wunsch quasi sehen. Ja, also vom Realistischen her sage ich, wie die ganze Zeit eigentlich, wie gesagt, so viele Punkte sammeln, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Dann wäre ich schon mal zufrieden. Und wenn ich jetzt mir was wünschen könnte, dann würde ich sagen, einstellig. Und damit meine ich auch Neunter. Also jetzt nicht, ne, groß hoch, Ja. sondern einfach selbst einen 9. Platz. Der wird einfach für die Seele gut tun, wenn man die letzte Ja, Saison sieht und absolut. dann jetzt. Ja. Dann noch quasi in kleinen Schritten zurück ins obere Drittel, wie man immer so schön Genau, sagt. ja. In kleinen Schritten hoch. Ja, das ist wirklich prädestiniert für ein Unentschieden, was da am Wochenende läuft. Und bei uns, wie gesagt, geht es eigentlich wirklich hauptsächlich um den Nichtaufstieg. Klar, manche haben schon ein bisschen gehofft, ne? Man kennt es ja, das war auch so ein bisschen das Problem nach unserem 7. Platz da, nach der berühmten Korkut, ich hole so viele Punkte, wie mir keiner zurechnen könnte, Rückrunde. Ja. Und danach bist du direkt abgestiegen, deswegen geht es bei uns wirklich rein um den Nichtabstieg. Und das Gute ist ja, wir haben jetzt auch unten ja zumindest schon ordentlich Polster gemacht, ne? Auf die Clubs da unten. Ja, gut ist ja, Schalke, dass die Köln, nicht Mainz, punkten, was da ne? so rumrennt. Im Normalfall solltest du echt
genügend Polster jetzt schon haben für da unten, dass du ausbauen kannst. Das ist das typische Bild von wegen, du hast diese Saison, bist ja wirklich mindestens drei Clubs, die schlechter sind als du. Ja. Bis jetzt auf jeden Fall. Ich würde sogar vier sagen, die da unten so rumtaumeln. Ja, Und also, Bielefeld kann man auch ja. dazu zählen, ne? So Ja. Schalke, Köln, Bielefeld, Mainz, das ist echt ein bisschen böse. Mainz kommt ja jetzt so ein bisschen, aber ich habe auch so ein bisschen, auch sympathiemäßig ist es sehr, sehr schade, so also ein bisschen das Gefühl, dass zumindest der Platz 18 schon abgegeben ist diese Saison. Ich sehe da gerade keine Besserung für Schalke. Deswegen. Das dürfen wir halt eigentlich gar nicht sagen, aufgrund unserer Ja. Schalker YouTube-Freunde. Ja, Das eben wird deswegen. kritisch. Ich glaube, die hören das nicht so Ja, gern. Also, falls ihr mich da ja. draußen gerade hört, ne, ihr wisst ja, ich glaube, Bertrand, Schalke Euroleague ist noch drin. Wisst ihr Bescheid? Mindestens die Punkte sind noch zu holen. Wir haben noch viele Schlachten zu schlagen. Gut, dann machen wir das Video zu wie bei dir mit Ja. einem Tipp zum Spiel. Ja, 2-1 werde auf jeden Fall. Und danke, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich mach's auch wieder. Ich drehe es wieder um auf 1-2. Wahrscheinlich wird es am Ende genau der Mittelwert, wird es ein 1-1 oder ein 2-2. Und am Ende des Tages weiß keiner genau, was er damit anfangen will am Wochenende. Ja. Aber wie gesagt, so aus unserer Sicht kann man zumindest sagen, wäre schon nicht schlecht, wenn du da mal wieder gewinnst. Nach der ganzen quasi eigentlich schon erfolgreichen Serie, rein von der Leistung her, aber halt nicht in dem Sinne von in drei Punkte umwandeln. Das könnte bei uns ein bisschen böse enden am Ende, weil wir wirklich schon viele Spiele hatten, wo man mehr Punkte hätte holen können. Bei euch hinaus gleiche gab es auch viele Spiele, wo potenziell ein Dreier drin war und am Ende ein Unentschieden bei rauskam. Aber bei uns kann man noch ein bisschen eher sagen als bei euch, einfach wegen dem Aufsteiger-Slogan, dass wir uns auch mit dem Unentschieden zufrieden geben könnten am Sonntag, je nach Spielverlauf natürlich. Ja. Also, dann vielen Dank, dass du da warst. Machen wir das Video zu. Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag. Ist ja ein absolutes Traditionsduell, ne? Auf jeden Fall. Zwei Clubs, die zu 100% dieser Bundesliga gehören. Bei uns jetzt halt mal so ein paar Saisons rauf und runter war. Das wird sich jetzt hoffentlich wieder ein bisschen einpendeln. Bei euch war es ja nonstop erste Liga, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nonstop. Ein einziger Abstieg. Ein einziger, ja, aber quasi. So, seid ihr das Team, was jetzt am längsten in der ersten Liga Ja, ist? ja, ja. Ja, ne? Also durch Tradition pur kann man sich freuen auf das Spiel. Und dann bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Gebt gerne Kommentare auch ab. Tipps, Prognose, was ihr zu den beiden Clubs zu sagen habt. Wie gesagt, der gute Nico ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und bis zum nächsten Mal.